Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Haus Sicherheitstechnik-Kurs. Heute geht es um den FAR-Key und zwar, wie man den montiert. Wie kommt der Knauf auf die Welle und welche Schritte sind am Anfang, bevor ich das Ganze in Betrieb nehme, zu beachten. Aber alles drei nach. So, wenn der FAR-Key kommt, dann kommt er in der Regel zerlegt. So, und ich muss darauf Obacht geben, dass ich im Prinzip Folgendes habe. Einen Schließzylinder, einen Knauf, die Batterien, ein Schließmedium, ich habe mich jetzt hier mal für einen RFID-Schlüssel entschlossen und für ein Werkzeug. Und ich brauche, und das ist nicht dabei, ein Kreuzschraubendreher. So, und nun meine Herren, bitte kurz das Video angucken. 4-5 Minuten dauert das Video, vielleicht ein paar Minuten länger, aber die Zeit ist gut investiert. Denn wenn man jetzt hier einen Fehler macht, dann kann man relativ schnell Probleme bekommen. Immer aktuell nochmal in die Bedienungsanleitung schauen, weil wir machen ein Video heute zum Stand März 2018 im April oder sonst wann könnten Änderungen am Produkt kommen und dann würde das Video vielleicht nicht mehr passen. Also, womit fangen wir an? Erstens, das Ganze ist Feinmechanik. Hier geht alles ohne grobe Gewalt oder sonstiges. Hier geht alles so, wie ich es jetzt zeige. Es gibt bei EFA zwei Arten von Zylindern. Oder besser gesagt drei. Den Hybrid, den ich jetzt hier habe. Den gibt es auch nochmal, also den Hybrid, das ist, wenn man mit dem Schlüssel innen schließen kann. Dann gibt es den Knaufzylinder, das heißt innen ein mechanischer Knauf. Und es gibt den Zylinder nochmal mit verlängerter Außenwelle, dass man durch einen Ziehschutz bei einem Beschlag durchkommt. Die Montage bei den Zylindern ist nahezu fast gleich. Deswegen lasse ich dieses Werkzeug, was man hier noch verwenden kann, was man reinschieben kann, um die Welle zu arretieren, was einen das Ganze leichter macht, jetzt mal weg, damit es letztendlich auch für die Kunden geeignet ist, die eine Tür mit Ziehschutz haben, wo das Ganze nicht verwendet werden kann. Denn dass es auch ohne geht, zeige ich euch jetzt. So, womit fangen wir an? Grundlegendes, tata, wir öffnen diesen Deckel und merken uns mal diese drei Zapfen. 1, 2, 3, die merken wir uns mal. Spielen jetzt noch keine Rolle. Jetzt machen wir den Deckel auf. So, vorsichtig, hier ist ein kleines. Und die Batterien kommen beide mit Plus nach unten. Beide mit Plus nach unten. So, wenn ich dann zumache, dauert es meistens nicht lang. Ihr habt es gesehen. Oh, hat er gepiepst. So, jetzt kommt der Deckel drauf. Und den Deckel bitte sorgfältig drauf machen, denn der passt auch wiederum nur so drauf. Ihr seht hier diese Löcher hier. Hier sind die drei Löcher, Zapfen und die Schrauben. So, und das bringe ich jetzt alles ein bisschen überein und muss natürlich gucken, dass ich das am Ende so habe, dass das, wo ist es, auch passt. Halt, jetzt ist mir mein Dichtungsgummi abgegangen. Den muss ich natürlich bei meinem Musterzylinder, ich gehe mal kurz aus dem Bild raus, der muss natürlich hier schön drauf bleiben, sonst gibt es Ärger mit dem Wasser im Zylinder. So, bei meinem Musterzylinder, ich habe den schon so oft auf und zu gemacht, dass der im Prinzip, ja, ich sag jetzt mal, nicht mehr so dolle hält. So, und da kommt das Ganze so drauf. Zack, passt auch nur in einer Variante. Ihr seht's, jetzt kommen die Schrauben rein. So, so sieht der Zylinder jetzt der Knauf aus. Passen wir mal auf, dass meine Wurstfinger nicht davor sind. Ihr meckert, wenn es so ist. Gell? Jetzt schraube ich die Schrauben natürlich fest. So fest, dass ich sie später aber wieder aufbekomme. Nicht so fest, dass wir hinterher die Schrauben durchdrehen. Ich sage jetzt mal ordentlich handfest, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann muss ich hier auch nicht groß nachorientieren. Schraubendreher können wir erstmal wegtun. So, und jetzt kommt der spannende Teil. Die Zylinder, die Medien kommen ja im Auslieferungszustand, sind die ja, schließen die ja automatisch. Das heißt, wenn ich hier was ranmache, ihr seht, es geht nicht. Und solange das so rot blinkt, ist es nicht ordentlich verbunden. So, heißt, was machen wir? Wir nehmen den Zylinder, achten darauf, dass die Schließnase in der Mitte vom Gehäuse ist. So, ich rutsche mal wieder in die Mitte vom Bild. Und wir gucken, dass diese Pins so stehen, wie sie hier stehen. Hier oben ist ein kleiner Punkt. Der kann mal rot sein, mal blau sein, mal weiß sein. Spielt keine Rolle. Der steht oben auf 12 Uhr. So, sorry Leute, ich musste mal kurz schneiden, weil es hat nämlich geklingelt. Also, fangen wir noch mal kurz an.
Pins. Punkt. 12 Uhr. Ganz wichtig. Schließnase gerade. Jetzt kommt der Knauf. Bitte den Knauf jetzt nicht hier drauf drehen, sondern das Werkzeug, was man zwingend braucht, muss jetzt, und jetzt komme ich auf die drei Pins zurück, alle drei Pins sozusagen zusammendrücken. Heißt, wird hier angeschnäbelt, das Werkzeug, und dann kommt das hier drauf. Zack. So sieht das aus, meine Damen und Herren. Das muss komplett geschlossen sein. Das geht ein bisschen dreckig zu. Man muss da schon ein bisschen drücken. Aber wichtig ist, es muss so aussehen wie hier. Und jetzt kommt der Knu. Geht Palmin auch wieder zu, heißt es ja, ne? Wollen wir sagen. So. Also, Knauf nehmen, auf 4 Uhr aufsetzen. 1, 2, 3, 4, 5. Stopp. 5 Umdrehungen anhalten. Jetzt. Auf 7 Uhr weiter drehen. Stopp. Werkzeug, ohne den Knauf zu drehen und den Zylinder zu drehen, runternehmen. Dazu nehme ich das jetzt mal hier an beide Hände, dass ich das hier runterkriege. So. Werkzeug steht immer noch auf 7 Uhr. Entschuldigung, Knauf. Jetzt zuhören. Zack. Habt ihr es gehört? Ich habe es zurückgedreht auf 6 Uhr und es hat eingerastet. Ganz wichtig. Und dann ist der Knauf drauf. Jetzt steht das FHR-Key-Logo auf 6 Uhr. Wie kann ich das testen, dass das auch richtig ist? Wie gesagt, im nicht angelernten Modus sind die Schlüssel im Baustellenmodus und da funktioniert momentan noch jeder mitgelieferte jeder Transponder, Karte oder Schlüssel. Wäre der Knauf richtig montiert? Okay? Nochmal zusammenfassen, zeige ich euch jetzt nochmal ab der Stelle mit dem Drehen, zeige ich es euch nochmal, falls es zu schnell war. Ich drehe jetzt dazu fix nochmal den Knauf runter. So, also nochmal zum Mitschreiben. Werkzeug ist drauf, so wie hier, kompakt, ohne Probleme. RK-Logo aufsetzen auf 4 Uhr und es geht los. 1, 2, 3, 4, 5. Pause. 7 Uhr. Stopp. Werkzeug runternehmen. Das geht natürlich, wenn man das noch vor dem Video ein bisschen zeigen muss. Geht natürlich noch ein bisschen zeigen. So, habe ich weggeschnitten. Immer noch steht der Knauf auf 7 Uhr. Die Schließnase hat sich weitergedreht. Jetzt drehe ich den Knauf zurück auf 6 Uhr. Ihr habt es gehört, es hat kurz geknackt. Jetzt ist er eingerastet. Jetzt sind die Pins wieder rausgekommen. Dazu habe ich auch das Werkzeug hier unten nicht verwendet. Kontrolle. Erledigt. Also ich denke, ganz so spannend ist es nicht, aber man sollte es einfach mal im Ruhigen probiert haben. Für alle die, wie geht's weiter? Für alle die, die eine Tür haben ohne Ziehschutz, können den drauf lassen, den Knauf. Der wird ja nicht wieder runter gemacht. Wird er von außen nach innen in die Tür montiert. Es müssen nur die den Knauf nochmal runternehmen, die zum Beispiel eine Tür haben mit Ziehschutz, wo es von innen nach außen nur geht. Die müssen natürlich die Montage dann im Prinzip am besten beherrschen. Ja, in diesem Sinne, das war es erstmal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.